Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem Buch sagt, Allah lädt zu Wohnstätte des Friedens ein und leitet, wenn er will, zu einem geraden Weg. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf dem Siegel der Propheten und Gesandten Muhammad und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um Frieden mit der Seele und dem Universum. Frieden ist ein erhabener menschlicher Wert, den unsere reine Religion verankern möchte. Unsere Religion ist die Religion des Friedens. Unser Prophet ist der Prophet des Friedens. Unser Gruß ist der Friede. Das Paradies ist die Wohnstätte des Friedens. Und der Gruß der Paradiesbewohner ist auch der Friede. Und die Engel grüßen sie mit dem Frieden. Allah, der Erhabene, sagt im Koran, O die ihr glaubt, tretet allesamt in den Islam ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ja ein deutlicher Feind. Und in anderen Koranvers sagt Allah, für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn. Weiter sagt, ihr Gruß darin ist der Friede. Und ferner auch sagt, die Engel treten zu ihnen ein durch alle Türe. Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Wegen des höheren Stellenwerts und der enormen Bedeutung des Friedens nannte unser Herr sich selbst As-Salam, der Friede. So steht im Koran, er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer, der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Frei sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, befliegte nach jedem Gebet Folgendes zu sagen. O Allah, du bist der Friede, von dir kommt der Friede, gesegnet bist du, o Herr, von Erhabenheit und Ehre. Frieden im Islam ist somit umfassender Frieden. Und der wahre Muslim soll tolerant mit sich selbst, in wahrem Frieden mit seiner Familie, seinen Verwandten, seinen Nachbarn, seinen Freunden und mit allen Menschen sein. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden seien auf ihm, sagt in einer Überlieferung, der wahre Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Menschen sicher sind. Und in einer weiteren Überlieferung sagt, bei Allah, er glaubt nicht, bei Allah, er glaubt nicht, bei Allah, er glaubt nicht. Er wurde dann gefragt, wer, o Gesandter Allahs? Der Prophet antwortete, einer, dessen Nachbar nicht sicher ist von seiner Bosheit. Auf die Frage nach einer Frau, die pflegte, immer zu fasten und nachts freiwillige Gebete zu verrichten, während sie aber ihren Nachbarn Schaden zufügt, antwortete der Prophet, sie ist leer von allem Guten, sie wird in der Höhle sein. Es ist so zu betonen, dass dieser Frieden nur von reinen Seelen erreicht werden kann, die von erhabenen menschlichen und religiösen Regeln und Vorschriften geleitet werden. Zu den wichtigsten Vorschriften gehört, dass die Person nur einziges Gesicht hat. Das heißt, dass die Person kein Heuchler ist, also der sich zum Vertäuschen nicht vorhandener Gefühle, Eigenschaften und so weiter verstellt. Der Prophet sagte auch, am schlimmsten finden Sie unter dem Menschen eine Person mit zwei Gesichtern, die manchen Menschen mit einem Gesicht und anderen mit einem anderen Gesicht erscheint. Dazu gehört auch, dass der Mensch das Gute für alle Menschen wünscht und so nachsichtig, liebevoll, sanft, leicht und freundlich zu allen ist. Der Prophet sagte, niemand von euch wird ein wahrer Gläubiger sein, bis er für seinen Bruder das mag, was er für sich selbst
mag. Er sagt auch, manche Menschen öffnen die Tür zum Guten und schließen die Tür zum Bösen. Und manche Menschen öffnen die Tür zum Bösen und schließen die Tür zum Guten. Frohe Botschaft denen, in deren Hände Allah die Schlüssel zum Guten legt. Und wehe denen, in deren Hände Allah die Schlüssel zum Bösen legt. Also hinzu kommt auch, dass jeder das Recht des anderen auf ein ehrenhaftes, stabiles und sicheres Leben anerkannt. Allahs Gesetzmäßigkeit verlangt, dass die Menschen sich nach Sprachen, Hautfarbe, religiöser Überzeugungen, Ziele, Rassen und weiter unterscheiden. Im Koran steht so: Wenn dein Herr wollte, würden fürwahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? So muss man glauben, dass es gemeinsame menschliche Nenner gibt, auf denen alle göttlichen Gesetzgebungen einstimmig sind und deren Einhaltung zu Ruhe, Stabilität und gesellschaftlichem Frieden unter allen führen soll. Gelobt sei Allah, dem Herrn des Universums. Frieden und Segen seien auf unseren geliebten Propheten Mohammed, seiner edlen Familie und seinen rechtschaffenen Gefährten. Der wahre Muslim lebt so in Frieden mit dem ganzen Universum, schadet keinem Tier, zündet keine Pflanze an, beschädigt keinen Baum und schadet auch keinen Fürsten. Er neigt immer zum Aufbau, er ist ein Gaber. Er liebt das Gute, hasst das Böse. Er versucht immer so zu bauen und vermeidet es. Die Erde zu zerstören und in Unheil darauf zu stiften. Unser Prophet, Friede sei mit ihm, hat diesen weltoffenen Frieden praktisch angewandt. Er war eine Barmherzigkeit für alle Menschen. Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltbewohner gesandt. Das steht im Koran. Einen Aspekt der Barmherzigkeit des Propheten kann die folgende Geschichte darstellen. Zur Zeit des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, waren die Kamele für den Lebensunterhalt der Menschen sehr wichtig. Sie dienten so vor allem als Transportmittel. Es war so damals üblich, dass die Kameltreiber sich in Gärten vor ihren langen Reisen ausruhten. So, eines Tages trat der Prophet Mohammed in den Garten eines der Helfer, in dem sich ein Kamel befand. Als dieses den Prophet sah, flössen Tränen aus seinen Augen, worauf der Prophet zum Kamel ging und es mit seiner Hand streichelte, bis es zur Ruhe kam. Er fragte: Wem gehört dieses Kamel? Daraufhin kam ein Junge von den Helfern und sagte: Mir, o Allahs Gesandter. Der Prophet antwortete: Fürchtest du Gott denn nicht in Bezug auf dein Kamel, das Gott dir als Besitz gab? Es hat sich bei mir beschwert, dass du es hungern und zu viel Last tragen lässt. Wie gut ist es, dass der Mensch mit sich selbst, mit seiner Familie, seinen Verwandten, seinen Nachbarn, seinen Freunden, seinen Kollegen in Frieden lebt. Einen Frieden mit der Gesellschaft und mit dem ganzen Universum. O Allah, mach uns zu den Menschen des Friedens und lass uns durch deine Barmherzigkeit des Paradies betreten, also Wohnstätte des Friedens.